International Champions Cup in Pittsburgh im Heinz Field. Das Heimstadion der Pittsburgh Steelers. Borussia Dortmund mit dem letzten Auftritt in diesem Turnier. Benfica mit dem ersten und der ersten Möglichkeit in der fünften Spielminute. Knapp am Tor vorbei. Die Chance von Pizzi. Borussia Dortmund wieder in dem 4-1-4-1. 20. Minute. Brun Larsen unterwegs. Zusammenspiel mit Mario Götze. Dann wieder direkt genommen. Und 1-0. Maximilian Philipp mit dem Tor. Richtig stark gespielt von den Jungs in Schwarz-Gelb. Brun Larsen hier durch die Beine von Sivkovic. Götze direkt gespielt. Gut getimter Pass. Und Jardel, der Innenverteidiger, gegen Maximilian Philipp, kann da nichts mehr machen. Borussia Dortmund kam nicht so gut in die Partie, aber das war der erste Angriff, den sie richtig gut gespielt haben. Und eine Minute später geht es wieder über die linke Seite. Mouderhout gegen Faeser setzt sich durch. Und dann Götzes Auftritt, richtig starker Pass. Maximilian Philipp, 2-0. 1,5 Minuten hat es gedauert und schon sind die Dortmunder mit 2 Toren Vorsprung in Führung. Mouderhout hatte großen Anteil durch das Laufduell und die Übersicht, aber auch Mario Götze hier bei dem Lob. Kein Abseits von Maximilian Philipp. Schöner Gedankenblitz und der ist schwer zu nehmen, dieser Ball. Philipp schafft es aber nach wirklich sehenswerter Vorarbeit von Mario Götze, der eine gute Partie spielte. Natürlich gab es noch Diskussionen, Coach Rui Vitória beim Schiedsrichter Nima Sagafi. Aber klar, kein Abseits, dementsprechend 2-0, völlig okay. Zweiter Durchgang, Dortmund und Benfica, beide wechselten im zweiten Durchgang immer wieder ordentlich durch. Und dann ist hier André Almeida plötzlich im 16er, 51. Spielminute. Der Rechtsverteidiger von Benfica in die lange Ecke, nichts zu machen für Marvin Hitz. Da hat er sich vorne mal mit eingeschalten, nach guter Vorarbeit von Pizzi. Die beiden blieben noch auf dem Platz zu Beginn der zweiten Halbzeit. Kurz nach Wiederanpfiff also Benfica mit dem Anschlusstreffer. Auch Toprak kommt gegen Almeida hier zu spät. 69. Spielminute. Der eingewechselte Jonas wird hier gefault, aber auf Vorteil entschieden. Zagadou im Zweikampf und dann kommt der eingewechselte Alpha Semedo. Das ist ein bisschen Ping-Pong und dann kriegt er den Ball wieder vor die Füße. 2-2. Ausgleichstreffer und der freut sich natürlich, Semedo. Auch wenn er hier richtig Glück hat, schießt da Diekmann an und dann blieb es beim Unentschieden und es ging ins Elfmeterschießen. 1-1 stand es schon, nachdem Wolf und Lehmer verwandelt hatten, tritt also Gomez an und der knallt das Ding an den Pfosten. Der 17-Jährige, der aus der A-Jugend Barcelonas im Winter 2018 gekommen war, vergibt den ersten Strafstoß in dieser Partie. Danach verwandelten Jonas, Burnic, Ferreira und Sancho alle souverän. 3-3 also. Und der Grieche Samaris sollte antreten gegen Marvin Hitz. Könnte hier schon für die Vorentscheidung sorgen. Samaris an die Latte und drüber. Auch der erste Fehlschuss von Benfica Lissabon. Die Dortmunder Fans hier in Pittsburgh freute es. 16.000 waren hier im Heinz Field da und Alexander Isak trat zum nächsten Strafstoß, zum 5. aus der Dortmunder Sicht an. Der 18-jährige Torhüter Svilar, der Belgier, der um die Nummer 1 kämpft mit Vlachodimos, der von Panathinaikos gekommen war, hat die Chance hier vielleicht zum Helden aus Benfica sich zu werden in diesem International Champions Cup. Isak für Dortmund verzögert und der war nicht gut geschossen. Gut reagiert von Svilar im Tor, aber der Ball war richtig schwach. Dortmund vergibt also, das ist die Steilvorlage für Lissabon im letzten Versuch. Der Kapitän der zweiten Halbzeit tritt also an, Salvio. Die Frage: Macht er den entscheidenden rein oder geht es hier in die Verlängerung auch beim Elfmeterschießen? Marvin Hitz, 1,93 Meter groß, hat eine gute Reichweite. Der Neuzugang vom FC Augsburg auch schon den ein oder anderen Elfmeter gehalten, aber auch Salvio auch schon den ein oder anderen verwandelt in seiner Karriere. Hat einen guten rechten Fuß. Salvio tritt an und macht das Ding rein, rechts an den Innenpfosten geklebt. Dementsprechend
die Führung und der Siegtreffer für Benfica Lissabon, die durch diesen Sieg nach Elfmeterschießen 2 Punkte auf das Konto im International Champions Cup bekommen. Borussia Dortmund einen, dadurch, dass man unentschieden gespielt hat vorher. Dennoch ist man bei Borussia Dortmund mit der USA-Reise mehr als zufrieden. Auftakt der USA-Reise für den FC Bayern München in Philadelphia. Ging's gegen Juventus Turin. Der deutsche Rekord und Serienmeister gegen den italienischen. Der Auftakt für den neuen Coach Niko Kovac am Wochenende in Österreich gegen Paris Saint-Germain. Ja, sehr erfolgreich. 3:1 Sieg. Jetzt ging's gegen Juve. Die mit der ersten Chance über den jungen Mittelstürmer Andrea Favilli. Cristiano Ronaldo nicht mitgereist. Higuain will vielleicht weg. Mandzukic auch, Favilli unter Umständen der Mann der Zukunft. 21 Jahre jung von Ascoli. Ja, jung, das waren die Bayern auch. Raul Will, Marcel Züller, Schabani, so hieß das Mittelfeld und die machten es gar nicht mal so schlecht. Marcel Züller mit einer guten Möglichkeit nach 8 Minuten. Die Bayern in der ersten Hälfte mit diesem jungen Team. Mit 69% Ballbesitz, 90% Passquote, also sehr ballsicher in den meisten Situationen. Aber nicht hier, nicht hier. Stanisic, Ulreich mit dem Fehler und dann steht es 1:0 für Juventus Turin. Sven Ulreich, letztes Jahr so konstant gewesen. Aber der Fehler in der Champions League gegen Real Madrid, da kamen Erinnerungen auf. Lass den Ball doch einfach zur Ecke gehen, Sven. So bedient Bernardeschi den jungen Stürmer Andrea Favilli, der U21-Angreifer Italiens mit der Führung. Und der war noch so richtig voller Adrenalin. Kurz darauf dieser Zweikampf gegen Javi Martinez. Favilli lässt sich über Martinez so ein bisschen rüberrollen und das verursacht Schmerzen. Der Spanier, ja eh immer wieder verletzt, immer wieder unglücklich verletzt, musste raus. Für ihn kam Alaba noch vor der Pause in der Innenverteidigung. Und dann dieser Sensationspass von Alexandro auf wieder diesen Favilli. Das ist einer, Andrea Favilli. 40. Minute, 2:0 Juventus. Auf lange Sicht könnte das der Backup und dann der Nachfolger von Cristiano Ronaldo sein. Andrea Favilli. Ulreich im Zurücklaufen. Es ist schwer für den Torhüter, da die Orientierung zu behalten. Lässt das kurze Eck ein bisschen weit offen. Und das nutzt der Italiener. Pausenstand 2:0. Die Bayern mit 10 neuen Feldspielern. Zu Beginn der zweiten Hälfte. Einer davon quasi Okere Vriet. Tolle Aktion des Mittelstürmers. Zeitlupe wurde uns leider nicht angeboten, hätten wir sonst natürlich gezeigt. Es wurde in der zweiten Hälfte ein bisschen mau. Diese Chance auf der anderen Seite durch Stefano Beltram. Auch Juve hatte viele Youngster gebracht. Der Spielfluss in der zweiten Hälfte größtenteils dahin. Aber einer zog immer wieder das Tempo an. Renato Sanchez macht es nicht schlecht, aber vor allem Kingsley Coman. Hier ist ein dicker Schnitzer, die 90. Minute, Kingsley Coman. Er schlug viele Haken, tolles Tempo in seinen Aktionen, aber er macht zu wenig Tore. In den letzten 3 Spielzeiten nur 9 Treffer insgesamt in der Bundesliga für Kingsley Coman. Toller Spieler, der wird eine der neuen Säulen sein für die angehende Spielzeit. Aber er muss das Tore schießen lernen. Kingsley Coman drüber. So blieb es beim 2:0 für Juventus Turin über Bayern München. Matchwinner, der junge Andrea Favilli. Das MetLife Stadium vor den Toren von New York City. Der Austragungsort für das Spiel im International Champions Cup zwischen Manchester City und dem FC Liverpool. Beide Teams hatten ihr erstes Spiel in diesem Wettbewerb gegen Borussia Dortmund verloren. Wollten nun also ein Erfolgserlebnis in diesem Prestige-Duell. Erste Möglichkeit, 12. Minute, Doppelchance für Manchester City in den blauen Trikots durch Lucas Metscha, der in Hamburg geborene Juniorennationalspieler Englands. Scheitert da an Loris Karius und den Nachschuss unter Bedrängnis setzt er drüber.
Eine erste Halbzeit, die allerdings sonst an Tormöglichkeiten relativ arm war. In der 42. dann Curtis Jones für Liverpool mit der besten Gelegenheit. Der 17-jährige Nachwuchsspieler, das ja ohnehin ein Motto dieser Partie. Viele, viele Spieler aus den Nachwuchsmannschaften beider Vereine, die hier zum Einsatz kamen. Nach der Pause kamen dann aber auch einige Etablierte zum Einsatz. Zum Beispiel Leroy Sané, hier steil in die Spitze geschickt und dann nicht mehr aufzuhalten. Die Führung für Manchester City, 57. Spielminute durch den deutschen Nationalspieler. Und ein ja, wissendes Grinsen bei Jürgen Klopp, denn der weiß, den Sané, den darfst du so natürlich nie im Leben ziehen lassen. Der bestraft das eiskalt. Die Führung für den englischen Meister. Kurz danach kam dann aber Mo Salah in. Kaum war der eine Minute im Spiel, passierte das hier. Camacho mit der Flanke, Salah mit dem Kopf. 1-1. Der Ägypter ist schon irgendwie ein Phänomen. Seine ersten Sekunden in der Saisonvorbereitung und schon klingelt's wieder. Allerdings hätte dieser Treffer nicht zählen dürfen. Salah beim Pass von Camacho mit dem linken Fuß im Abseits. Das Schiedsrichtergespann hatte es nicht gesehen. Gut für Salah, der Treffer zählte. Und der Ausgleich für Liverpool. Und die machten weiter natürlich mit Mo Salah, 68. Und diesmal stand die Latte im Weg. Fast also der Doppelschlag vom Ägypter. Liverpool nun klar das spielbestimmende Team. Die Schlussphase. Liverpool drängte auf den Sieg. Salah mit feinem Ball für Mané. Sadio Mané ebenfalls wie Salah zum ersten Mal eingesetzt in dieser Saisonvorbereitung. Auch er kam in der zweiten Hälfte und hatte in der 87. die nächste Riesenmöglichkeit, das Spiel zu entscheiden. Kommt aber nicht mehr ganz hinter den Ball und trifft dann nur das Außennetz. Riesenmöglichkeiten also für Mané. Aber eine sollte er noch bekommen. Zunächst aber diese Aktion. Adara Biojo mit dem Foul an Solanke im 16er. Nach kurzem Zögern zeigte der Schiedsrichter auch auf den Punkt. Und trotz der Diskussionen der Citizens, die Entscheidung war korrekt. Ein Ellbogenstoß in den Rücken. Ein klares Foul vom Abwehrspieler. Und somit die Möglichkeit für Mané, doch noch den Siegtreffer zu machen. Und das gelang auch. 14 Minute der Nachspielzeit. Das 2:1 für Liverpool, unterm Strich auch absolut verdient, zur Freude der meisten Zuschauer im MetLife Stadium. Hatte ich die richtige Ecke ausgesucht, Sadio Mané, und schießt Liverpool damit zum ersten Sieg beim International Champions Cup. Dank Salah und Mané, das Spiel gedreht. Dinge sind drei. Der dritte der vergangenen Serie A-Saison, der AS Rom gegen den dritten der abgelaufenen Premier League-Saison, die Tottenham Hotspur hier in San Diego, California International Champions Cup. Das jeweils erste Spiel für beide Teams. Für die Roma ist das Spiel 1 nach dem Malcolm-Schock. Der Brasilianer hatte schon zugesagt und wechselt jetzt zum FC Barcelona, nicht zur Roma. Und das 1:0 in der dritten Minute durch Patrick Schick, den Tschechen. Die Roma schon 110 Millionen Euro investiert, aber mit Alisson und Nainggolan schon ordentlich verkauft. Die Spurs dagegen noch ohne Transfer, weder Ab- noch Zugang. Hier also gleich mit der ersten Chance durch Patrick Schick, den Treffer von der Roma, die Führung zu diesem Zeitpunkt verdient, weil das Team aus Italien wacher war. Die Spurs in der Anfangsphase nicht wirklich zugange, dann aber eingeladen durch Javi Pastore. Der Ball kommt zu Llorente und dann steht es 1:1 in der 9. Spielminute. Und da hat bei der Roma wirklich gar nichts gepasst. Hier Pastore, der Neuzugang. Der Sportdirektor sagt, das ist der beste Spieler, den ich jemals verpflichtet habe. Und dann in der Mitte Manolas. Eigentlich ein sehr kopfballstarker Innenverteidiger, verliert das Duell gegen Llorente. Sieht zu, wie der hochsteigt und dann steht es eben 1:1. Und dann in der 18. Minute wieder Llorente im Mittelpunkt. Die ersten 15 Spiele nicht getroffen und hier trifft er gleich doppelt. 2:1, Spiel gedreht, noch nicht einmal 20 Minuten gespielt.
Für die Spurs geht die Saison ja schon bald los. Am 11.8. geht es gegen Newcastle in der Premier League. Bis dato sollte dann Harry Kane vorne wieder drin sein. Wenn nicht, dann halt Llorente. Er zeigt, dass er es kann. Und auch ein anderer im Mittelpunkt, der zuletzt nicht so wirklich performt hat. Achtung, da ist Lucas Moura. Im Winter erst gekommen von PSG. 6 Spiele gemacht und nicht wirklich erfolgreich gewesen bis dato mit dem Kopf. Und genau der war in der vergangenen Woche Thema. Sein Haar wird dünner, hat er gesagt. Das Ganze ist erblich bedingt, aber auch stressbedingt. Der Fußball in Europa nimmt ihn sehr mit, hat er gesagt. Vielleicht auch, weil es bei den Spurs bis dato mit ihm nicht so geklappt hat. Aber kurz vor der Halbzeit dann nochmal die Spurs und nochmal Lucas Moura mit Abstand. Der beste Mann auf dem Feld. Genau das, was zuletzt kritisiert wurde, machte er heute richtig. Sehr schneller Antritt, ein gutes Auge, viel unterwegs und clever. Ein tolles Gefühl für Raum und Gegner. Der Abschluss perfekt. 4:1 zur Halbzeit. Mehr als verdient, weil die Spurs einfach tödlich effizient sind. Durchgang 2 dann viel durch Wechsel geprägt. Eine Chance gibt es noch mal. Exemplarisch für die Wechselorgie ist das hier. Edin Dzeko kam kurz vor Schluss. Der erste Spieler, der jeweils 50 Tore in 3 der 5 Top-Ligen erzielt hat. Deutschland, England und Italien. Respekt. Sein Team hat dennoch verloren. Gut begonnen, dann aufgehört. Und am Ende wieder mehr Ball und die besseren Zweikampfwerte. Aber es hilft nichts. Die Spurs bringen 5 Bälle aufs Tor und machen 4 davon rein. Effizienz pur, verdient gewonnen. Große Schlachten im europäischen Fußball zwischen AC Milan und Manchester United. Das gehört der Vergangenheit an. Jetzt erstmal ICC 2018 im StubHub Center in Carson, Kalifornien. In der Heimstätte von Zlatan Ibrahimovic und Alexis Sanchez für den rotspielenden Mannen von Manchester United mit der 1:0-Führung in der 12. Spielminute. Der Chilene hatte noch Probleme mit dem Pass. Doch er konnte nachreisen zur USA-Reise seiner Truppe. Kein Abseits nach Klasse-Anspiel von Mata und Alexis Sanchez, der im ganzen Spiel der Aktivposten schlechthin von Manchester United war, mit der frühen Führung. Doch Milan brauchte sich nicht lange zu schütteln, denn in der 15. Minute kommt der lange Ball von Bonucci für Suso. 1:1. Auch das wieder ein klasse Anspiel. Eben noch Mata auf der einen, jetzt Bonucci mit dem sensationellen Pass aus der eigenen Hälfte raus. Klasse Laufweg von Suso und der 24-jährige Spanier ins lange Eck lässt Lee Grant keine Abwehrchance. Ansonsten das Spiel danach auf mittelmäßigem Niveau. Wir springen bereits in die zweite Halbzeit. Sanchez, der quirlig viel unterwegs war, kommt jetzt auch wieder an den Ball. Alexis Sanchez, 47. Minute. Die beste Chance seit dem 1:1 nach einer Viertelstunde. Alexis Sanchez leitet das selber mit ein, kann sein Trainer aber noch nicht beglücken, auch wenn er das in der Mitte athletisch, kunstvoll macht. 6 Minuten noch in der regulären Spielzeit. Wenn diese nicht ausreicht, dann gibt es Elfmeterschießen. Aber hier kommt noch mal Borini. Die Riesenchance für Milan. Kurz vor dem Ende doch noch den Sieg klar zu machen. Doch die Fingerspitzen von Joel Pereira verhindern den Einschlag. 90 Minuten durch, 1:1 und es geht ins Elfmeterschießen. 8 Schützen sind bereits durch und der 9. ist Pereira, der kann alles klar machen beim Stand von 3:2 für United, aber verschießt, scheitert an Pepe Reina und der will jetzt doppelter Sieger gegen seinen Torhüter-Konkurrent auf der anderen Seite gegen Pereira werden, denn er tritt selber an. Der Ex-Bayern-Spieler Pepe Reina gegen Pereira. Lässig zum Ausgleich. 3:3 und es geht ins Sudden Death. Und da dauert es extrem lange, sodass irgendwann Gattuso und Mourinho auf die Idee kommen, dass sie vielleicht selber schießen sollten. Ist nur leider regeltechnisch nicht möglich. Beim Stand von 8:9 muss der 13. Schütze
von Milan ausgleichen. Kessié, aber er verdattelt das sehr, sehr lässig. Und so gewinnt Manchester United im Elfmeterschießen mit 9:8. Holt sich 2 Punkte in ihrem ersten Spiel des ICC 2018. Als nächstes geht's gegen Liverpool und Milan muss gegen Tottenham ran. In Singapur findet das erste Spiel von Atletico und Arsenal bei diesem International Champions Cup statt. Singapur also der Ort für das erste wichtige Testspiel von Emery, dem neuen Trainer von Arsenal, der Arsène Wenger ja im Sommer beerbt hat. Arsenal von Beginn an mit vielen Spielanteilen, mit dem jungen Reece Nelson und dann Pierre-Emerick Aubameyang. Von Juan Fran noch geblockt, einige Stars dabei bei Arsenal, die nicht bei der WM dabei waren, wie Pierre-Emerick Aubameyang, Ramsey und eben Alexandre Lacazette, der Franzose. Und Jan Oblak macht das kurze Eck zu im Tor von Atletico. Also ihr seht schon, viele große Namen sind dabei gewesen in Singapur. Atletico im Atletico-Stil, viel hinten drin und dann partiell mal nach vorne mit Correa. Und dann im Zentrum Luciano Vietto, der Mann, der letztes Jahr ausgeliehen war an Valencia und der in der Abwesenheit von Diego Costa und Antoine Griezmann Chefstürmer hier in Singapur war von Atletico. Kopfball auf Kniehöhe, keine Chance für Bernd Leno im Tor. Der Neuzugang von Bayer Leverkusen bekam ansonsten wenig auf sein Tor und dann bei der einzigen Nummer musste er hinter sich greifen. Torwartwechsel auf beiden Seiten. Leno machte Platz zur Pause für Cech und Adan kam für Jan Oblak. Zweiter Abschnitt. Arsenal wirkte sehr gewillt. Arsenal gehörte auch das Spiel in der ersten Hälfte. Und dann dieses Ding von Smith Rowe. Ausgleich. Und wie der bärenstarke 17-Jährige kurz vor seinem 18. Geburtstag, der auf der Özil-Position spielte, im ersten Abschnitt schon stark war. Und hier so ein Endgerät raushaut in der 47. Minute. Freude bei Emery, dem ehemaligen PSG-Coach. Jetzt Trainer bei Arsenal, muss man sich auch erstmal dran gewöhnen. Er gab seiner Mannschaft offensichtlich mit auf dem Weg, nur von hinten heraus zu spielen. Das sorgte für den ein oder anderen problematischen Zwischenfall, wie hier Gamero legt ab. Und dann die Doppelchance, unter anderem für Vietto in der 58. Minute für Atletico und Joaquin durfte auch noch mal traf, aber nicht. Nach einer guten Stunde Massenwechsel beim FC Arsenal. 8 neue kamen, Mesut Özil kam nicht. Er blieb 90 Minuten lang draußen. 1:1 heißt beim ICC Elfmeterschießen, direkt ohne Verlängerung. Und der eingewechselte Ex-Dortmunder Henrik Mkhitaryan scheitert gleich erstmal an Adan. Generell war Arsenal ein bisschen wackelig. Auch hier Adan, der neue Mann von Real Betis, der gekommen ist zur neuen Saison als Backup für Oblak, hatte richtig Muße und den entscheidenden letzten verwandelt er mal selbst unter die Latte. Adan, der Matchwinner, der Sieg geht an Atletico nach einem Unentschieden nach 90 Minuten. Arsenal verliert den Auftakt im ICC. Atletico gewinnt nach Elfmeterschießen dank Adan.